Herzlich willkommen wieder zu unserer Sendung Standort Berlin und wir haben viele Jubiläen in diesem Jahr zu feiern und manche sind keine Jubiläen, die man feiert, an die erinnert man sich, aber vielleicht feiern wir doch 100 Jahre Revolution 1918 in Deutschland. Das ist ein Grund zu feiern und da spielte ein gewisser Hermann Müller auch eine Rolle. Hermann Müller wurde später zweimal Reichskanzler und das letzte Mal, da wurde er Reichskanzler vor Hitler. Er war der letzte demokratisch gewählte Reichskanzler dieses Deutschland von damals. Und deswegen habe ich ein sehr interessantes Buch gefunden von Professor Peter Reichel. Herzlich willkommen. Grüße Sie. Das Buch heißt Der tragische Kanzler, Hermann Müller und die SPD in der Weimarer Republik. Das zu lesen, 100 Jahre nach der Revolution und diese Tragik, die sich darin versteckt in dieser Geschichte, darüber wollen wir heute reden. Hermann Müller kennen, das muss ich gestehen, die wenigsten. Und deswegen bin ich besonders dankbar, dass Sie heute hier sind und uns mal erzählen, wer war Hermann Müller. Das ist übrigens der Mann hier mit der Brille. Wer war Hermann Müller, Herr Professor Reichel? Letzter Reichskanzler, sagt man immer. Und die SPD ist stolz auf ihn. Hermann Müller war in der Kürze seines Lebens zunächst mal ein Nobody, den niemand kannte, der schlagartig, muss man sagen, innerhalb von ganz kurzer Zeit bei einem Zwischenaufenthalt in Görlitz von August Bebel in einem Gespräch offenbar so wahrgenommen wurde, dass Bebel sich entschloss, Hermann Müller als zweiten jungen, für die dringend notwendige Verjüngung, jungen Sekretär, besoldeten Sekretär in den Parteivorstand zu berufen. Das war wann? 1906. Da beginnt, bis dahin kannte also der spätere Weggefährte und nachmalige Reichstags- und Bundestagspräsident Paul Löbe, kannte Müller schon, aber das waren nur mehr oder weniger später prominent, auch prominent gewordene Genossen, die Müller früh gekannt haben. Müller hatte eine schwierige Kindheit, verlor den Vater früh, konnte kein Abitur machen, Eltern konnten das nicht bezahlen, musste eine Lehre machen, kaufmännische Lehre bei Villeroy und Boch in Frankfurt. Das ist ihm später noch in den Karikaturen und Satiren um die Ohren geschlagen worden, der kabinettsuchende Toilettmüller. Das war nicht immer angenehm für ihn, so viel Humor wie er verstand, aber das ging vom politischen Gegner in der Regel deutlich unter die Gürtellinie, buchstäblich. Und 1906 war er, ab 1906 war er zwar im Vorstand, aber er war der, man muss schon sagen, treue, solidarische, lernende Weggefährte von Friedrich. Kann man sagen, er war der treue Sekretär. Er war der treue Sekretär und der Begleiter und Weggefährte von Friedrich Ebert. Friedrich Ebert wusste sehr früh, was er in der psychischen, charakterlichen Struktur, auch in der enormen Lernfähigkeit, in dem herausragenden Gedächtnis, niemand wusste so viel in schneller Zeit wie der Autodidakt Hermann Müller. Und er war treu und loyal. So ist es, so ist es. Dass das dann nicht immer, als er selbst Funktion hatte und als er aus dem Schatten Anfang der 20er Jahre zum ersten Mal dann als Außenminister und als Interimskanzler nach dem Kapp-Putsch zur Vorbereitung der nächsten Reichstagswahl, als er dann in Amt und Würden war und eigene Verantwortung hatte, auch eigene Erwartungen, die man an ihn in der Fraktion und außerhalb der Fraktion an ihn richtete, ist er aus dem Schatten, also schon vor dem Tode von Friedrich Ebert, aus dem Schatten eben seines politischen und wohl auch persönlichen Freundes herausgetreten. Da kommen wir noch darauf zurück, aber ich will noch mal den Weg machen. Irgendwann kommt, er war ja nicht Berliner, aber er kommt nach Berlin, natürlich. Zentrale der SPD, er musste hierher als Sekretär von Ebert und dann kommt die Revolution 1918. Welche Rolle spielt der Hermann Müller dabei? Er war ja dabei. Also nur noch eben eine Ergänzung für die Zuseher oder Zuhörer. Müller wie Ebert kam aus dem Südwesten Deutschlands, aus dem dritten, am ehesten demokratisierten Deutschlands, Badener gewesen, Heidelberg der eine, Mannheimer der andere. Als die Revolution begann, war zwischen beiden frühzeitig klar, auch von dem Stand der politischen Karriere, dem Ansehen, der Popularität von Friedrich Ebert im Reichstag,
dass die wichtigste Führungsperson Friedrich Ebert sein würde. Die anderen Sozialdemokraten im Vorstand, Nachgeordnete, waren, aber absichtlich Scheidemann, das war der ältere, dann die Republik ausgerufen aber keiner, also der von seinem Temperament, von seiner rhetorischen Eloquenz her, von seiner Publicity und Popularität her, den anderen deutlich überlegen war. Aber er wurde in der Partei nicht so eingeschätzt, dass er bodenständig, dass er ein Durchhaltevermögen hatte, dass er Widerstände bearbeiten könnte und würde. Das traute man dann doch eher den jüngeren Ebert und im Zweifelsfall bei irgendeinem Attentatsversuch, mit dem man immer gerechnet hatte und rechnen musste, auch Müller zu. Scheidemann war der Schauspieler in der Partei, unberechenbar, wirkungsvoll, aber kein Politiker, der Politik als das Bohren an harten Brettern versteht, wie Max Weber das gesagt hat. Er hat ja auch das Ausrufen der Republik ohne Rücksprache gemacht. Nicht? Absolut. So und als Schauspieler. Ich gehe mal da an den Balkon und dafür sage, der Kaiser ist abgesetzt. Als er hörte, die Massen stehen vor dem Reichstag, war er sofort entschlossen, dass, ob er das politisch durchdacht hat oder vorher durchdacht hat, lasse ich mal offen. Und hätte eher Zweifel nach Kenntnis. Meiner, aber er wusste, das ist eine Gelegenheit, wo ich mit den Massen werde im Augenblick und hat das hier genossen. Und Liebknecht hat das denn für die Kommunisten nachgeholt vom Schloss. So ist es. Ja? Und der Zeitpunkt, damit man mal sieht, beide haben die Republik ausgerufen. Der Zeitpunkt war nicht ganz verkehrt, dass die demokratische Variante von zwei Republiken zuerst ausgerufen wurde, aber das politische Prozedere ist dann natürlich ein anderes gewesen. Aber das war für die Bevölkerung das Signal, die Massen in Berlin erwarteten, ein deutliches Zeichen, der Kaiser ist nicht mehr da. Prinz Max von Baden hat gerade für einen Tag zum letzten Reichskanzler des Kaiserreichs Friedrich Ebert ernannt und nun mussten eben am Tag die Weichen gestellt werden, dass man wusste, aha, da ist ein Sozialdemokrat als Kanzler, was macht er? Bestellt er gleich eine Regierung, nimmt er die USPD, die ehemaligen Spartakisten mit ins Boot, das tat Ebert ja, oder signalisiert er, nein, jetzt kommt das Volk an die Reihe und wird sprechen müssen und wir bereiten so schnell wie möglich Wahlen für die Nationalversammlung vor. Welche Rolle spielte dabei der tragische Kanzler? Das Kanzler bezieht sich ja auf später. Ja, da war, noch, hat er wahrscheinlich noch gar nicht dran gedacht, dass er das gleich zweimal wird in der Zeit danach. Ja, und der tragische Kanzler, allein dieser Titel, ist ja schon. Und welche Rolle spielt er jetzt im Revolutionsjahr? Man weiß ja gar nichts von ihm, wenn man nicht gerade Historiker ist. In diesem Augenblick, von dem wir im Augenblick reden, also in den ersten Novembertagen am 9. und 10. November, ist 1918. Nur für die Zuschauer. 1919. Wir sind im frühen 20. Jahrhundert. Hat Müller die Aufgabe, im Vollzugsrat, das ist das Gegenorgan zum Rat der Volksbeauftragten, in dem Ebert der Vorsitzende ist, zu verhindern, dass von linksradikaler Seite der Weg torpediert wird, nationale Wahlen für die Nationalversammlung auszuarbeiten. In dieser kurzen Zeit, das sind wenige Wochen bis zum Jahresende, auf den dann unmittelbar Anfang Januar der Spartakusaufstand folgt, hat Müller vergleichsweise wenig zu tun. Das sind ehemalige, also aus seiner Sicht ehemalige, undisziplinierte, linksradikale Marxisten aus der eigenen Partei. Die haben sich ja erst während des Ersten Weltkrieges aus der Partei entfernt und dann 1617 eine eigene linksradikale Partei gegründet. Und er weiß, wie undiszipliniert, wie unberechenbar, wie faul sie auch sind, was das politische Alltagsgeschäft angeht. Aber er muss aufpassen, dass keine Entscheidungen getroffen werden und keine Bündnisse geschlossen werden, Zusagen gemacht werden, die Friedrich Ebert im Rat der Volksbeauftragten die Arbeit schwer machen können. Das ist ihm hervorragend gelungen. Und das war Hermann Müller, der dafür gesorgt hat. So ist es. Das heißt, er war loyal.
loyal, er war treu und er war ein Sekretär. Er hat ausgeführt, was sie wollten. Er war in der Dringlichkeit, auch in der Gefährdung von Ebert, also dann schon Ende Dezember entbehrlich, dass er sich erlauben konnte, 10 Tage verlängerten Weihnachtsurlaub in Görlitz zu machen. Eine gute Arbeit gemacht. Und ab Ende Januar ging es dann nur noch um die, also ab Anfang Januar nach dem Spartakusaufstand ging es darum, die Wahlen zur Nationalversammlung vorzubereiten. Und dann lief das so ab, die wirkliche Herausforderung für ihn, geradezu ein Sturm sich überschlagender Aufgaben, begann dann, als die Nationalversammlung berufen war und er sowohl im Fraktionsvorstand maßgebliche Rollen hatte, Haushaltsausschussvorsitzender, schon im Sommer, als das erste Kabinett nach kurzer Zeit von Scheidemann demissioniert, weil Scheidemann sagt, die Hand, die den Versailler Diktatfrieden, wie es im deutschen Volksmund hieß, unterschreibt, die muss faulen und abfallen. Ich unterschreibe als Sozialdemokrat wieder der Schauspieler. Ich unterschreibe diesen Vertrag nicht. Ebert war sauer, hatte damit nicht gerechnet, hatte gehofft, dass Scheidemann doch zumindest so das erste Jahr, nicht nur ein paar Monate, 2, 3 Monate Kanzler ist und eine gewisse sozialdemokratische Beruhigung des revolutionären Hochwassers realisieren könnte. Das konnte er nicht, schmiss alles hin. Mit ihm musste auch der glücklose Aristokrat Brockdorff-Rantzau, erster Reichsaußenminister, abtreten. Ja, und Müller wurde von der Fraktion gefragt, ob er am liebsten gleichzeitig Kanzler... laufen die Karrieren so, wie sie sind. Und ja, bei uns läuft es so, dass wir jetzt eine kurze Werbepause machen und dann rede ich weiter mit Professor Peter Reichel. Er hat ein tolles Buch geschrieben, Der tragische Kanzler Hermann Müller und die SPD in der Weimarer Republik. Hermann Müller war gleich 2-mal Reichskanzler, das letzte Mal 1930. Und das war der letzte frei gewählte Kanzler vor Hitler. Das macht ihn berühmt, tragisch. Und gleichzeitig führt es uns dazu, 100 Jahre nach der Revolution auch über die Zeit 1918 zu reden. Kurze Werbepause, dann sind wir wieder da.